Seit heute könnt ihr bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, die neue Förderung für Wärmepumpen und andere klimafreundliche Heizungen beantragen. Damit fällt nach langem Warten nun endlich der Startschuss für die große Wärmepumpenoffensive. Doch wie sieht die neue Förderung für Wärmepumpen eigentlich aus? Und wie viel Geld kann ich dank der neuen Förderung konkret sparen? Genau das erfahrt ihr in unserem heutigen Video. Hi, ich bin Nico. Herzlich willkommen beim Videoratgeber von Vegatec. Seit heute könnt ihr bei der KfW die neue Förderung für klimafreundliche Heizungen beantragen. Diese setzt sich aus insgesamt 4 Blöcken zusammen und kann sage und schreibe bis zu 70% betragen. Aber vorher noch ganz wichtig zu wissen, ihr könnt die Förderung nur erhalten, wenn es sich bei eurem Vorhaben um einen Heizungstausch handelt. Der erstmalige Einbau einer Heizung, etwa im Neubau, wird nicht gefördert. So, jetzt wollen wir uns die neue Förderung aber mal im Detail anschauen. Den Anfang macht dabei die Grundförderung in Höhe von 30%. Diese wird beim Austausch einer alten Heizung gegen eine Wärmepumpe, Pelletheizung, Solarthermieanlage oder andere innovative Heiztechnik ausgezahlt. Weitere 20% erhaltet ihr, wenn es sich bei eurer alten Heizung um eine Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung bzw. um eine mehr als 20 Jahre alte Gasheizung handelt. Ab 2029 sinkt dieser Teil der Förderung, der auch Geschwindigkeitsbonus genannt wird, übrigens von 20 auf dann noch 17%. Und auch gut zu wissen, der Geschwindigkeitsbonus gilt nicht für Pelletheizungen, die als alleiniges Heizsystem zum Einsatz kommen. So, nach 2 von 4 Bestandteilen der neuen Förderung können wir schon mal festhalten. Beim Austausch eurer alten Heizung winken euch seit diesem Jahr mindestens 30, in vielen Fällen sogar bis zu 50% Förderung. Damit aber noch nicht genug. Denn neben der Grundförderung und dem Geschwindigkeitsbonus gibt es ja noch 2 weitere Bestandteile der neuen Förderung. Einer davon ist der sogenannte Effizienzbonus in Höhe von 5%. Dieser wird ausgezahlt, wenn es sich bei eurer neuen Heizung um eine Wärmepumpe handelt, die als Wärmequelle das Grundwasser oder das Erdreich nutzt, beziehungsweise ein natürliches Kältemittel verwendet. Zu guter Letzt sieht die neue Förderung noch einen einkommensabhängigen Bonus vor. Dieser beträgt ebenfalls 30% und wird bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro im Jahr ausgezahlt. Zusammen mit der Grundförderung, dem Geschwindigkeitsbonus und dem Effizienzbonus würde sich die Förderhöhe in diesem Fall also auf satte 85% summieren. Allerdings ist die Förderung gesetzlich gedeckelt und zwar auf maximal 70%. Doch wie viel Geld könnt ihr dank der neuen Förderung jetzt konkret sparen? Das hängt natürlich einzig und allein von den Anschaffungskosten eures neuen Heizsystems ab. Allerdings gibt es auch bei den förderfähigen Anschaffungskosten einen Deckel und zwar von 30.000 Euro. Da eine moderne und effiziente Wärmepumpe jedoch auch gerne mal 30.000 Euro kosten kann, nehmen wir diesen Wert einfach mal als Grundlage. Allein durch die Grundförderung würden eure Anschaffungskosten beim Kauf einer solchen Wärmepumpe bereits um 9.000 auf dann nur noch 21.000 Euro sinken. Erhaltet ihr zusätzlich den Geschwindigkeitsbonus für den Austausch einer besonders umweltschädlichen Heizung, sinken die Kosten auf nur noch 15.000 Euro. Bei einer Kombination aus Grundförderung und Einkommensbonus läge die Förderhöhe bei 60%. Und die Kosten der Wärmepumpe folglich bei nur noch 12.000 Euro. Und besonders attraktiv wird es, wenn ihr die vollen 70% Förderung erhaltet. In diesem Fall würden die Anschaffungskosten nämlich auf nur noch 9.000 Euro sinken. Ihr seht also, durch die neue Förderung können die Anschaffungskosten für eine Wärmepumpe auf unter 10.000 Euro fallen. Damit kostet eine geförderte Wärmepumpe etwa so viel wie eine moderne Gasheizung. Wenn ihr euch für den Kauf einer Wärmepumpe interessiert, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Dort könnt ihr in nur 5 Minuten eure persönliche Wärmepumpe konfigurieren und euer Einsparpotenzial ermitteln. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die neue Förderung für Wärmepumpen mag auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirken. Hat man sich aber erst einmal einen Überblick verschafft, wird klar, mit der neuen Förderung lässt sich beim Kauf einer Wärmepumpe ordentlich Geld sparen. Je nach altem Heizsystem und Haushaltseinkommen liegt der Zuschuss zwischen 30% und 70%. Bei einem Kostendeckel von 30.000 Euro spart ihr so immerhin bis zu 21.000 Euro beim Kauf einer neuen Heizung. Das macht die Wärmepumpe auch preislich endlich konkurrenzfähig. Denn in puncto Betriebskosten und CO2-Bilanz gehört das moderne Heizsystem schon lange zur Spitzenklasse. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zur neuen Förderung haben, schreibt uns gerne in den Kommentaren. Ansonsten freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.